5,7, 5,3, 5, 1, 4. 4, 6, 4. Okay, so ist definitiv besser. Das ist ja 3, 9, 2, 1, 1, 1. Ja, ja, ist doch. Das ist doch gleich anders. Na, was los? 1, 1, 0. Ach du Schande. Wie nah kommen wir denn hier ran? 0,2. Ich um meine Faulheit. Ich sollte öfters so fliegen. Okay. Gut, das heißt, wir machen einmal hier Manöver-Note. Ja, nicht Manöver-Note. Wir machen Warp hier. Und jetzt machen wir das gleiche hier auch, dass wir das hier irgendwie angeglichen kriegen. So, er springt. Warum springt er? Achso, weil das hier das andere ist. Okay. Dann haben wir hier die Nähe. Okay, dann passt das doch. Ja, ja, ja. Leichte Irritation. Okay. Das heißt, jetzt geht mal wieder in die Richtung. Und so. Machen ACS an. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, hier ist eine ganz schöne Abweichung. Ja, sieht man. Und da werde ich jetzt einmal voll in die Klötzer gehen. Okay. So, und dann haben wir 17, 16, 14, 13, 12. Machen wir, lassen den mal so. Dann machen wir wieder Warp hier. Dort haben wir eine Abweichung von, na, die ist nicht viel geworden. Okay. Das heißt, wir springen mal ein bisschen über die Not rüber. Und so. Hier haben wir eine Abweichung von ja, einigen Kilometern. Wir machen mal ACS nochmal schnell aus. Drehen uns sauber auf Achse erstmal. Guten Morgen, Achse. Hier sprach Maxe. So, das Ganze wieder an. 21, 8, das ist zu viel. 19, 4, da haben wir 12, da haben wir 10, 8, 7, 5, 4. Dann haut der hier aber wieder nicht hin, ne? Wir lassen den auf 5. Dann warpen wir mal hier hin. Aber erstmal ACS wieder aus. Das ist der Fummelei. Ich will das so ein bisschen genau wie möglich haben. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Gucken uns mal die ganze Chose an. Was haben wir denn jetzt hier? Surface. Warum sagt das Surface? Wo ist denn der? 5,8? Buzzer Heap. Da ist er. Mensch, das hat den Tag doch auch ein bisschen schicker hinbekommen. Hm? So. Da haben wir Buzzer Heap. Oh, und wir sind doch schon ein bisschen näher dran, als wir gehofft haben. Das ist ja schön. ACS an. Und jetzt kommt's. Die falsche Richtung. So. Brenne, brenne, brenne. Ne? Noch was. 3, noch was. So, wir kommen näher. So. Machen wir ein bisschen Time Warp. 3, noch was. Sehr schön. 3,5. So.
Der ist ein bisschen tiefer als wir. Das heißt, wir gehen dann auch ein bisschen tiefer. Das heißt, wir gehen einmal in die Richtung. Danke sehr. So, nur ein bisschen anbrennen. So, da ist er. Ich glaube, ich sollte das Schiff ein bisschen drehen. Der dreht sich jetzt so schnell. Okay, da haben wir ihn. Das wird wieder eine Odyssee-Sieg. Also irgendwie habe ich heute echt Probleme. Warum? Dies ist gerade ärgerlich. Ansonsten muss ich doch nochmal mein Mikro brennen. Ich brenne hier so viel Zeug raus, das bringt nichts, ey. Da kriege ich doch die Pickel bei. Okay. Gucken wir nochmal die Manöver an. Da haben wir einen 13 Kilometer Entfernung. Ist eigentlich ganz niedlich. Da. 0,2. Naja. Aber wir haben erstmal den auch vor der Nase. Das heißt also, wir brauchen mal hier hin, damit wir den anpassen können wieder. So, jetzt haben wir den. Das heißt, einmal anpassen. Ihr könnt natürlich auch direkt auf den schalten. Das geht natürlich auch. Machen wir es mal so. Ich habe mal ein bisschen mehr Glück. Was hier ist an. So, mal sehen. 0,2. Jo. 0,2. Ja, verarscht mich. 0,3 bleibt mein 0,2. Eigentlich ist das super ideal. 0,2 ist doch super. Wir können ja mal spaßenshalber hier hingehen und machen Manöver. Machen wir an Manövernot. Machen wir mal so. Vielleicht kriegen wir was anderes hin. Z-Target, ja. Hä? Was ist denn jetzt los? Wieso ist der jetzt so weit draußen? Stimmt doch was nicht. Nochmal, das ist ja, was ist denn jetzt hier los? Jetzt im Moment, da krieg Pilze. Nochmal, so rein, jetzt zack, hier hin, so. Dann warpen wir hier bis hier hin, warpen bis hier hin, zack, zack, okay, passt. So viel zum Thema Konzentrationsschwäche. So, das haben wir. Hier haben wir eine Entfernung von 0,2. Das ist super. So, Add Manöver. Jetzt haben wir unser Manöver. Okay. Gut. Wir müssen ein bisschen abbremsen. Machen wir das mal. So, dass wir das da hinten haben. Dann müssen wir hier den hier mal reindrücken und nochmal abbremsen. Wie weit haben wir den? 8,6 Kilometer. Da haben wir jetzt auf 13. Da haut er komplett ab. Jetzt habe ich Mist eingestellt. Können wir nochmal ein bisschen näher. Damit ich das hier besser sehe. Ich muss auf die gelbe Linie. Heißt, wir geben noch mal ein bisschen rauf. So. 8, noch was. Da geht er auseinander. Was haben wir hier? 5, noch was. Es wird besser. Es wird besser.
8, noch was. Das ist wieder weniger besser. 10, noch was. Definitiv schlechter. Jetzt ist er abgehauen, die Manövernote. Ich gehe mal wieder ein bisschen Gas drauf. 9, 7, 3, 3, 3, ist tot. 3, nehmen wir. 3, ist schön. Und das ist nur 19,3 Millisekunden. Das sind nur 19,3 Meter pro Sekunde, nicht Millisekunden. Ja, natürlich. Können wir nehmen. Das heißt, wir warpen zur nächsten Manövernot. Okay. Gehen mal hier ran. Gehen noch ein bisschen näher mit der Zeit ran auch. Auf 30 Sekunden. Und brennen, brennen, brennen. Brennen noch weiter. 10, 7, 6, 5. Halten kurz mal. Machen eine kleine Korrektur. Okay. Gut, 0,1, damit kann ich leben. Gut. Theoretischerweise 0,3. Da haben wir doch super. Jetzt brauchen wir doch nur eigentlich rankommen. Target. Wir haben Target. Wir haben Target. Wo ist er hin? Da ist Target. Hallo, Buzz Heap. Hallöchen. Gut, wir haben Buzz Heap. Buzz Heap ist da. Das heißt, wir müssen uns zu Buzz Heap definitiv ausrichten. Da ist dann Buzz Heap ausgerichtet. Jo, jetzt lassen wir Buzz Heap erstmal ein bisschen driften. Okay, da ist Buzz Heap. Er läuft, läuft, läuft. Lassen wir mal laufen. Bis er mal auf einen Kilometer ist oder so. Und dann brennen wir mal an. Aber mit RCS. Können ja mal hier auf den hier mal geben. Machen wir mal RCS ein bisschen. Brennen, brennen, brennen. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit relativ zum Target vermindert. Wir werden also jetzt langsamer zum Target. 0,1. So, wir gehen nochmal näher ran. Und gebe nochmal ein bisschen. Jetzt wäre mal wieder verfälschter. Das ist so Geschwindigkeit 1,8. Da ist auch nichts besser. Ah, jetzt wäre mal besser. Okay, da haben wir es. Jetzt haben wir das, was ich haben wollte. Und genau dahin. So, so muss das sein. So hier, so. So, wir haben 0,5 Meter pro Sekunde. Und Buzz Heap driftet noch ab. Oder beziehungsweise wir. Da ist es wieder, je nachdem, welchen Relationspunkt man nimmt. Das heißt, wir geben ein bisschen Stöffling rauf. Ein bisschen Stöffling. Gehen etwas in den Time Warp. Lassen ihn rankommen. Jetzt ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Also jetzt ist wirklich Fingerspitzengefühl. So. Dann bremsen wir mal wieder ab von der Time Warp Geschichte. Und bringen den wieder in die Mitte. So in die Mitte rein. Ja. Wichtig ist, dass wir wirklich diese beiden Dinger so zusammenbringen. So, dass die so schön übereinander kleben. Ja. Dann gehen wir wieder in Time Warp. So, er kommt immer näher, er kommt immer näher. Er kommt, er kommt, er kommt. Und bremsen den ganzen Jungen wieder ab.
Ja, und dann geht's wieder, gleiches Spiel, wieder schön nah ran. So nach dem Motto Sprit sparen, schön sauber hier. Wieder die beiden Sachen übereinander, ja, dieses lilane und dieses gelb-grünliche. Ja.